Die Bäreninsel. Mystisch und einsam, mitten im eiskalten Nordpolarmeer gelegen. Ein Kindheitstraum von mir. Und dort segeln wir jetzt hin. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Cooler Ankerplatz hier, direkt in der Einflugschneise in Longyearbyen. Und hinter mir, da liegt auch so ein dicker Kreuzfahrer am Pier. Und ich habe jetzt hier getankt und auch nochmal Wasser genommen. Und dann war ich in der City und habe eingekauft, nochmal richtig proviantiert und habe jetzt auch mein Gewehr abgegeben. Und werde jetzt so langsam in kleinen Etappen mich wieder Richtung Süden bewegen. Ja, nun bin ich ja mal gespannt, wann der Kreuzfahrer losmacht. Vor allen Dingen, wenn er hier mit seinem Bugstrahlruder loslegt, was dann hier am Ankerplatz passiert. Aber ich bin nicht der Einzige, der hier ankert und es sind noch zwei Segler noch dichter dran. Also so gesehen hoffe ich, dass es funktioniert. Der Kreuzfahrer hat dann beim Ablegen vorsichtig und langsam durch das Ankerfeld manövriert. Und so gab es keinen Stress. Moin! Hatte eine ruhige Nacht hier vor Anker, vor Longyearbyen und bin jetzt heute früh los. Im Moment ist zwar noch Windstille, also die Maschine läuft, aber ich möchte weiter in Richtung Hornsund und nach der Wetterprognose sollte heute im Laufe des Tages dann noch Wind aufkommen und darauf hoffe ich. Aber im Moment genieße ich hier dieses völlig ruhige Wasser. Das ist auch immer wieder ein tolles Erlebnis und dazu die Gletscher, das ist schon faszinierend. Bis jetzt kein Wind, warten auf Wind und da dachte ich mir doch, da kannst du hier draußen, wenn schon mal die Sonne scheint und es windstill ist, ganz entspannt frühstücken mit Blick auf den Gletscher und das werde ich jetzt auch tun. Hugo genießt mit mir hier draußen die Sonne und wer das noch nicht mitbekommen hat, Hugo ist also Crewzuwachs, der ist mir hier auf Spitzbergen zugelaufen und der wollte bei mir an Bord und da habe ich mir gedacht, ich habe ja noch Platz, da kann er ruhig mitkommen und ich hoffe, es gefällt ihm bei mir auf der weiteren Reise. Da hinter mir liegt Barentsburg, eine russische Siedlung. Und zwar ist das eine Bergbausiedlung und die hätte ich unter normalen Umständen auch gern besucht. Aber so wie jetzt die allgemeine Situation ist, ist es leider nicht möglich. Das geht schon damit los, dass meine Versicherung gesagt hat, nee, da spielen wir nicht mit. Und ich will diesbezüglich auch kein Risiko eingehen. Das ist schade und ich denke, das ist bestimmt sehenswert und es sind bestimmt auch nette Menschen dort. Aber im Moment ist es leider nicht möglich und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit irgendwann später. Ich glaube ja an die Vernunft im Menschen und hoffe, dass die Situation irgendwann mal wieder besser wird. Beim Verlassen des Fjordes kommt dann endlich der gemeldete Wind auf und so setze ich die Segel. We'll be right back.
Nun ist der Wind gekommen und der schiebt uns jetzt ganz ordentlich hier mit 6 Knoten. Raumer Wind, ich habe Butterfly und geht jetzt gut vorwärts. Und hinter mir, da ist die Sendestation von Radio Spitzbergen. Da segeln wir jetzt gerade dran vorbei. Und gleich geht es nach vielen, vielen Wochen Kurs Nord wieder in Richtung Süden. Also zurück in die Wärme, hoffentlich. So ist das hier am Nordpolarmeer. Erst im Vormittag gar kein Wind und jetzt hakt es hier schon wieder mit über 20 Knoten und ich muss auch noch am Wind hier vorwärts und will versuchen, heute Abend da noch eine Ankerbucht zu finden und die Nacht noch mal durchschlafen, bevor es dann auf den großen Absprung geht. Aber mal schauen, irgendwie passt das von der Windrichtung hier auch schon wieder nicht so richtig. Also mit den Vorhersagen, ich habe mir Windfinder geholt heute, Predict.com habe ich mir geholt und Windy auch und habe mir alle Modelle angeschaut, die es da so gibt. Und das, was jetzt an Bedingungen hier herrscht, das sind keinen der Modelle drin gewesen. Also es scheint hier mit dem Wetter sehr komplex zu sein und es scheint auch sehr schwierig vorhersagbar zu sein. Dazu kommt, dass es auch noch eine völlig konfuse See hier ist. Hier steht also eine alte Dünung drin, so mit, weiß nicht, 8 Sekunden Laufzeit und auch einer ordentlichen Amplitude, bestimmt so 3 bis 4 Meter. Und dazu kommt jetzt hier so eine kurze Welle, die sich aufbaut. Und das macht es insgesamt anstrengend, was das Segeln betrifft. Nach knapp 70 Seemeilen habe ich dann eine Ankerbucht erreicht, die ich mir auf der Karte ausgesucht habe. Nachdem der Anker gefallen ist, nutze ich den Abend noch, um die Ostwind für die vor mir liegenden 600 Seemeilen offenes Polarmeer vorzubereiten. Dazu gehört auch, dass ich das Dinghy wieder fest an Bord verzurre. Vielen Dank fürs Dranbleiben und ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wer nichts verpassen möchte, drückt bitte auch die Glocke und den Abo-Button. Bis nächste Woche dann, euer Frankie.